Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, in unserer Reihe nachgefragt, heute zwei kurze Themen, nämlich die Beräumung von Flächen in der Stadt. Wir wissen selbst, dass wir hier noch viel, viel Arbeit haben. Aber an zwei Stellen wird es jetzt weitergehen. Einmal an der Arthurbrücke, an der ehemaligen Arthurbrücke. Da liegt noch viel Arthurbrücke und wir haben jetzt den Landesbetrieb Mobilität, weil es eine Landesbrücke war, gebeten, den Schutt, der da noch ist, auch jetzt abzuräumen. Und wir haben das Signal, dass dies auch alsbald geschieht. Das Gleiche gilt für den Bereich auf der abgebrochenen B266. Wo immer noch kleinere Schutthalden liegen. Also Stück für Stück, Mosaik für Mosaik. Alles Gute Ihnen, Mut und Zuversicht. Ihr Guido Orten.